Guten Tag, das ist die Zusammenfassung für die letzten zwei Ausgaben vom Golfticker, die September- und Oktoberausgabe. Es ging darin um die Hände, was man mit den Händen alles anstellen kann, um den Hebel Nummer 2 und wie er in der Acquired Motion anzuwenden ist. Des Weiteren geht es darum, dass der Körper jetzt als Rotor eingesetzt wird, um sozusagen das Power Package bestehend aus Schultern, Armen und Händen zu transportieren und ein bisschen um den Clubhead Leg Pressure Point. Gut, zu den Händen. Die drei Ebenen, auf denen die Hände bewegt werden können, ist auf einer horizontalen Ebene flat. Flat bedeutet, der linke Arm und der Handrücken formen eine Linie. Bend, eine Bewegung nach außen vom Körper weg, und arched, eine Bewegung nach innen. Auf der vertikalen Ebene können die Hände bewegt werden in einem Zustand, der ist level. Level bedeutet, der erste Knöchel der Hand und der Unterarm formen eine gerade Linie. Es sieht ein bisschen entwinkelt aus, ist aber nicht entwinkelt. Das wäre entwinkelt. Und das ist gewinkelt. Also haben wir level, entwinkelt und gewinkelt. Und auf der Rotationsebene ist es vertikal. Vertikal bedeutet, ich könnte etwas trinken in dem Moment. Turned, eine Drehung nach rechts. Rolled, eine Bewegung nach links vom Arm. Gut, das gilt es zu üben und zu verstehen. Das heißt, ich mache Trockenübungen mit meinen Händen, bewege sie in alle Richtungen und bin mir bewusst, in welchen Ebenen ich gerade arbeite. Sehr wichtig, um zu verstehen, wie die weiteren Anordnungen zu platzieren sind. Der Körper als Rotor sozusagen, als Funktionsweise des Rotors, bedeutet nichts anderes, als dass der Shift den Oberkörper mitnimmt und die Drehung der Hüfte den Oberkörper mitnimmt und der linke Arm sozusagen vom Körper weggeschleudert wird und der rechte Arm nicht mehr der aktive Pusher ist, sondern durch die auftretende Fliehkraft, die nach außen wirkt, gestreckt wird. Also ist die Streckung des rechten Armes natürlich definitiv vorhanden, aber nicht mehr aktiv, sondern passiv auftretend, wegen den Rotationen und der auftretenden Fliehkraft. Der Clubhead Leg Pressure Point ist fühlbar in dem Pressure Point Nummer 3. Die wurden alle schon besprochen, die Pressure Points. Und entsteht, der Leg entsteht am Wechselpunkt, wo der Schläger seine Richtung wechselt. Da der Schläger flexibel ist, wird der Schaft sich sozusagen leicht nach hinten. Das ist das, was wir erreichen wollen, dass der Schaft sich nach hinten sozusagen biegt. Durch die Trägheit der Masse, der Schlägerkopf, der letzte Punkt ist, der sich bewegt. Und diesen mit Energie geladenen Schläger wollen wir dann zum Ball bringen und durch den Ball durchpushen. Gut, in der Acquired Motion mit dem zweiten Hebel passiert nun Folgendes. Wir starten mit der Basic Motion. Rechter Arm arbeitet nach hinten innen oben. Die rechte Hüfte dreht ein bisschen nach hinten weg. Die rechte Schulter arbeitet nach hinten weg. Und wir haben Basic Motion. Es kommt mehr Drehung. Die rechte Schulter geht mehr nach hinten. Nach hinten. Die rechte Hüfte arbeitet mehr nach hinten. Und um den Schläger auf die Bahn, auf die Ebene bringen zu können und der Schaft auf die Grundlinie zu zeigen, finden folgende Bewegungen von der Basic Motion zur Acquired Motion statt, die den zweiten Hebel lädt. Wir haben ein Winkeln des linken Handgelenkes auf einer vertikalen Ebene und wir haben ein
nach hinten klappen der rechten Hand, das etwas verstärkt wird auf einer horizontalen Ebene. Dazu machen auf dem Weg von der Basic Motion zu Feedback bis zum Ende der Acquired Motion und der rechte Arm parallel zum Boden steht und das Handgelenk gewinkelt ist, beide Arme eine minimale kleine Rotation. Okay, wir schauen es uns in der Bewegung an. Basic Motion, mehr Drehung in der Hüfte, mehr Drehung in der rechten Schulter, der Oberkörper rotiert mehr auf das rechte Bein und jetzt kommt ein Winkeln des linken Handgelenkes, ein Bending des rechten Handgelenkes und beide Unterarme machen eine kleine Rotationsbewegung nach rechts. Der Schaft zeigt mit dem Ende, dem Griffende jetzt auf die Basisgrundlinie und der Schaft in diesem Teil ist vor meiner rechten Schulter. Das ist die Position, die ich jetzt im Rückschwung haben möchte. Das Handgelenk linke ist gewinkelt, der rechte Arm ist gebeugt, beide Arme und Hände haben eine kleine Rotationsbewegung nach rechts. Das heißt, wenn das 12 Uhr ist, dann rotieren beide Hände und Arme ungefähr auf 1 Uhr von der Basic Motion bis zum Ende der Acquired Motion. Das heißt, es ist eine langsame, ruhige, keine hektische Bewegung. Basic Motion, Acquired Motion. Das ist das Ende vom Rückschwung. Nochmal der Übergang. Der Übergang ist, die Hüfte schiebt parallel zum Ziel. Was daraus resultiert, ist, dass die Achse sich leicht kippt. Der wichtigste Punkt hierbei nochmal sei erwähnt, der Kopf bleibt dabei in der Mitte der Füße und das bringt die rechte Schulter runter. Und alles, was an der rechten Schulter dranhängt, die Arme und die Hände und der Schläger reagieren. Dabei ist es wichtig, dass der Schaft in Relation auf seiner Basisgrundlinie transportiert wird. Was hier gibt aus dem Gesetz der Massenträgheit ist, wenn das so angewendet wird, wie wir es gerade besprechen, dass der Schlägerkopf das letzte Glied in der Kette ist, das sich bewegt und der Schaft wird sich minimal biegen. Und dadurch kommt Energie in den Schaft. Quad Motion, Shift-Achse kippt, rechte Schulter geht runter, Hände bleiben in Relation mit dem Schaft auf der Basisgrundlinie. Jetzt dreht die Hüfte nach links vom Ziel, die rechte Schulter geht weiter runter, das linke Handgelenk wird entwinkeln, der linke Arm wird von der Brust weggehen, der rechte Arm beginnt sich langsam passiv zu strecken, Handgelenke entwinkeln, 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 entwinkeln. Und das Letzte, was passiert ist, dass der linke Arm und die linke Hand in den Ball rein rotieren, um die Schlagfläche square zum Ball zu bringen. Wenn die Rotation im Arm nicht stattfindet, bleibt der Schläger offen, der Ball wird rechts gehen. Kommt die Rotation zu früh, schließt die Schlagfläche und ich werde mit Bällen nach links zu kämpfen haben. Also ist natürlich sehr, sehr wichtig zu üben, dass das Timing ist, Shift, Achse kippt, linker Arm, Hände werden transportiert, Hüfte dreht weg, linker Arm löst sich vom Körper, linkes Handgelenk beginnt zu entwinkeln und dann kommt die Rotation des linken Armes und des Handgelenks in den Ball. Shift, Achse kippt, Hände werden transportiert, Hüfte dreht nach links vom Ziel, rechte Schulter geht weiter Richtung Grundlinie nach unten. Handgelenk entwinkelt. Der Schaft bleibt auf der Basisgrundlinie. Und linker Arm und linke Hand rotieren in den Ball hinein, um die Schlagfläche quer zu kriegen. Im Impact ist
die linke Seite aus dem Weg, die rechte Schulter ist tiefer als die linke, die Schultern sind square oder minimal offen zum Ziel, die Anordnung meiner Hände ist flat, level und vertical und bend, level und vertical und follow through, rechter Arm streckt sich passiv komplett durch den Ball durch, alles bei der Basic Motion schon geübt, ins Finish und die Hände bleiben in ihren Anordnungen, der Körper rotiert ins Ende, Hüfte zeigt zum Ziel, Bauchnabel zum Ziel, linke Schulter etwas höher als die rechte Schulter, die Hände ein bisschen höher als der linke Hüftknochen und auf meiner linken Seite. Der zweite Hebel kann einen Haufen Geschwindigkeit ausüben und es muss sehr gut getimed werden, ihn zu releasen und die Handfläche square in den Ball zu kriegen. Also es ist natürlich am besten, erst ohne den Schläger zu üben. Kopf bleibt immer in der Mitte. Mit den Händen zu üben. Mit dem Schläger trocken zu üben. Und dann im Laufe der Zeit den Ball ins Spiel zu bringen. Ich werde vom Lukas noch ein paar schöne Aufnahmen von der Quiet Motion dazu bringen, damit es irgendwie verständlich ist. Und viel Spaß beim Üben, wie immer. Auf Wiedersehen aus München.